Willst du hören, wie Marcano Onkel Lou den Arsch aufreißt? Lou Marcano bestach einen Bezirksrichter namens Cornelius Holden, ist das korrekt? Sir Marcano. Es war Sir Marcano, der ihn bestochen hat. Mit sehr viel Geld. So ein Richter hat eben seinen Preis. Als Holden aus dem Spiel war, brauchte es einen anderen für die Legalisierung des Glücksspiels. Und dieser jemand war State Senator Walter Jacobs. So ist es. Du hattest nur einen Auftrag, Lou. Nach dem Urteil für Holdens Sicherheit zu sorgen, verdammte Scheiße. Was wollte ich denn machen? Er wollte nicht hören, Sal. Das war nicht meine Schuld. Ja, du bist ja nie an irgendwas schuld, ich schwöre. Wärst du nicht mein Bruder, würde ich dich auf der Stelle abknallen. Hör mal, Sal. Ich kenne da wen. Ein Senator. Sein Name ist Jacobs. Er hat einen Sitz im Finanzausschuss. Und eine Menge Einfluss. Hat er eine Schwachstelle? Aber klar, er fickt gerne Frauen, mit denen er nicht verheiratet ist. Ich will den Kerl nicht erpressen oder so, verstehst du das? Wir müssen das elegant angehen. Ja, ist klar. Sagen wir, ich schmeiße eine Spendenparty für ihn auf dem Riverboat. Ich mache ihm eine richtig nette Zeit. Inklusive Girls, den ganzen Scheiß. Das verdammte Casino macht mich pleite, verstehst du? Wenn da Scheiße läuft, sind wir am Arsch. Und zwar alle, klar? Ich suche die Gäste selber aus, damit jeder weiß, worum es geht. Und dann eine schöne, lange Kreuzfahrt am Bayou entlang. Und wir füllen alle schön ab. Und ich sag dir, nach so einer Sause wird Jacob alles tun, was wir wollen. Lou Marcano kannte Gott und die Welt. Polizisten und Banker, Anwälte und Geschäftsleute. Er bestand darauf, dass man ihn Onkel Lou nennt und war der Weihnachtsmann für das French Ward. Laut Polizeibericht wurden Marcano und Jacobs getötet. Während einer Party auf einem Riverboat. Tja, das Bayou ist extrem weitläufig, nicht? Man könnte dort einen Ozeanriesen hochjagen und keiner würde was mitkriegen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Mafia 3. Du jagst einfach die Kohlkippe hoch, rums. Die trifft den Dampfer, du springst an Bord und erledigst Lou und die anderen Ärsche. Steht 50-50, dass du nicht mal nasse Füße kriegst. 50-50? Ah, 40-60. Trotzdem. Ja, herzlich willkommen nochmal, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Mafia 3. Und wir wollen heute den Bruder von Sal Marcano eliminieren auf dem Riverboat. Und los geht's, wir müssen zur Kohlenkippe, jo. Mit diesem tollen Gefährt hier. Und noch Sprengstoff, meine ich, gehört zu haben. Ups, da sind wir vorbeigefahren. Aktivieren. Ja, ganz lieben Dank auch nochmal für eure Likes und eure Comments. Nun geh mal mit deinem dicken Hintern da aus dem Weg. So, danke. Oh, der fährt sich ja wie ein LKW hier. Meine Güte. Das ist ein LKW. Fürchterlich. Ach, ist das denn nicht herrlich. Wenn das blöde Motorengeräusch nicht so laut wäre. Donovan hat hier alles organisiert und vorbereitet. Ah, hier müssen wir... Oh, wir sind schon da. Sehr schön. Schlimmstenfalls 30-70. Hä? Also, dass ich überlebe, oder was? Da muss ich jetzt irgendwie hin. Verbinde die Zündkabel, okay. Ich muss hier irgendwie raufkommen, da. Ach, hier. Moment, da ist ja eine Leiter. So, was sollen wir hier machen?
Ach du Schiete, hier sind ja auch Leute. Drei sogar. So, schauen wir mal. Da ist einer, okay. Ah, hier ist auch was. Okay, läuft. Da ist auch noch einer. Dass sie das nicht merken, das gibt's ja gar nicht. Einen muss ich noch scharf machen. Shit. Hoffentlich haben die nichts gehört jetzt. Da komme ich nicht ran von der Seite. Drei. Ich mache einen anlocken von. Die sind taub. Okay, wenn ich den jetzt... Ach, das sind Angler. Okay. Ich glaube, wir sind nicht gehört. Der andere hat das hoffentlich nicht gehört. Komm her. Wunderbar. Die beiden kann ich ja eigentlich so klar machen. Oder so. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Shit. Zack. Fertig. Noch Geld. Da haben wir auch wieder eine Granate. Sehr schön. So, hier muss ich jetzt mit Sicherheit hoch. Und irgendwo müsste hier genau die letzte Zündung sein. Sehr schön. Erledige Onkel Lumacano, zünde die. Ist der hier drin? Nee, das kann ja gar nicht sein. Da ist irgendwas drin, okay. Okay, los geht's. Jetzt geht's zur Sache, würde ich sagen. Ja, jetzt geht das richtig los. Erreiche Onkel Lou. Ja.
Ich würde sagen, wir schwimmen dahin, ne? Oder? Gott will, 70 zu 30. Da ist eine Leiter, da gehen wir mal hoch. Möglichst überleben. Oh, endlich geht's aufs Schiff. Cool. Oh, du geh hoch da, geh hoch da. Da sind nämlich auch Krokodile. Okay. Wo ist der Sack? Da haben wir eine schusssichere Weste. Die nehmen wir schon mal. So. Wo ist die Ratte? Die kleine dicke Ratte, wo ist die? Oh shit. Ich habe nicht viel Zeit. Ist der denn? Der geht nicht rein. Kommen wir hier irgendwie hoch. Wer sollte sich mit dir anlegen? Hey, hier drüben! Hab dich, du Arschloch! Wir verschissen mit nicht so! Davon gibt es noch mehr! Komm her! Der ist doch nicht tot! Komm her, du Ratte! Ah, oh, shit, Mensch, ich hab nicht so viel Zeit! Mach hin da! So! Da haben wir schon mal eine lecker Granate! Sauber! Den haben wir auch! Boah, was für ein cooler Level! Oh, sind das viele? So. Ich habe die ein bisschen Muni dabei. Jo, haben sie. Krassomat, das geht hier ab. Okay, da. Nimm's. Achso, das sind Leute nur. Okay. Du kannst das nicht mehr unterscheiden hier. Und geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. Ja, erwischt. So, ich glaube, wir müssen hoch, ne? Er hat irgendwas gedacht, dass wir hoch müssen. Boah, krassomat. Da ist einer, okay. Habe ich. Alter, ist das ein cooler Level hier. Ist das cool. Richtig lässig. Darf die Hütte bloß nicht sinken, bevor ich hier fertig bin. Ah, könnte knapp werden mit der Muni. So sieht das aus. Nicht nur ein, mein Lieber. Ich verstecke mich. Ich stecke hier fest, Leute. Ich habe einen Alligator, der liebt mich. Habe ich nicht, nicht so. Den haben wir auch. Ihm zu verdanken. Los geht's. Die sind auf der Seite. Okay, komm her.
rum, wo er dich nicht sieht. Ich bin da. Sauber. Von diesem Schiff runter. Der Mistkerl ist noch hier. Ich will ihn drosseln. Wo ist die Ratte? Wo bist du, La Ratta? Wir müssen, glaube ich, nach oben. Ja. Ich kann nichts sehen, ja. Ich kann nichts sehen. Wo ist die Ratte? Ich bin schon ganz oben. Muss ja hier irgendwo sein. Okay, weiter. Nimm den. Jo. Adrenalin. Wo ist die feige Ratte? Walt, alter Freund, wir müssen raus hier! Ich lasse mir dadurch nicht meine Wiederwahl versauen, Luke. Nun mach doch auf, hallo! Warum machst du denn nicht auf? Hallo? Wieso macht der denn nicht auf? Also, hier, ich denke gerade schon. Das ist so wackelig hier, ich kann das nicht sehen. Das geht auch nicht auf. Hört ihr das? Wo ist die Ratte? Oh, das war... Das ist so heftig. Hallo? Ich kann hier auch nicht mehr steuern, denn hier geht gar nichts mehr. Ich schieße auf das Wasser! Oh shit! Heil dich! Hi, oh, hallo, hallo, heil dich! Boah! Mann, nun lad doch nach! Hallo! Heftig. Hab ich noch... Nee. Okay. Keine Granaten mehr. Ich gehe in Deckung. Es lässt sich so schwer steuern jetzt, weil das Schiff hier am Sinken ist. Jo. Ich beobachte dich, Motherfucker. Ja, ich dich auch, Macker. Mann. Geh da runter, hallo. Wieso gehst du denn nicht runter? Du, Ken! Da oben ist auch einer. Ich geh mal hier zur Seite. So. Hallo, geh hoch, 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 hoch. So, und schön hier ran. Scheiße! Er hat mich fest... Du mich haltest, du abzulenken aus, Junge! Also, du bist gut. Ich hab den Schwanzlutscher! Komm! Ist das heavy? Hallo, hallo, hallo! Geh runter! Wo ist der denn? Ich kann nichts sehen hier. Da. Sauber. Okay. Das hätten wir. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn der Typ? Hier komme ich nicht weiter. Das lässt sich überhaupt nicht steuern hier. Als hätte ich einen getrunken hier. Wo sind die beiden denn? Hier geht's nicht weiter. Nee. Ich schätze mal, ich muss wieder runter. Hier hochgegangen? Hier raus, das könnte sein.
Keine Bewegung, Spaghetti-Fresser! Was soll das, Lou? Ein Schritt weiter und er ist tot. Glaubst du, ich gebe Fick auf so einen Politiker-Sack? Bitte! Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht! Meine Lieben, und wenn es am schönsten ist, hören wir auf. Ich mache hier einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es spannend weiter. Haut rein. Lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch Daumen da. Bis zum nächsten Mal und ciao.